hat das Völkerrecht in der Ukraine-Krise versagt. Und macht es angesichts der russischen Missachtung völkerrechtlicher Fundamentalprinzipien überhaupt Sinn, sich mit den technischen Feinheiten einer völkerrechtlichen Bewertung zu befassen? Das Völkerrecht hat den russischen Angriff nicht verhindern können. Völkerrechtliche Argumente allein werden Russland nicht zum Rückzug bewegen und das anhaltende Blutvergießen auch nicht beenden können. Mein Name ist Mehrdad Payandi, ich bin Professor für Internationales Recht, Europarecht und Öffentliches Recht an der Bucerius Law School in Hamburg. Gegen welche völkerrechtlichen Grundsätze verstößt Russland? Der Angriff Russlands auf die Ukraine stellt einen ebenso klaren wie eklatanten Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot dar. Dieses fundamentale Prinzip ist in Artikel 2, Ziffer 4 der Charta der Vereinten Nationen verankert und untersagt allen UN-Mitgliedstaaten die Androhung oder Anwendung von Gewalt im Rahmen ihrer internationalen Beziehungen. Das Gewaltverbot schützt die Souveränität und die territoriale Integrität aller Staaten, fundamentale Völkerrechtsprinzipien, die durch den Angriff ebenfalls verletzt sind. Daneben stellt sich die Frage, inwiefern einzelne militärische Maßnahmen mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang stehen, also mit den rechtlichen Regeln für den bewaffneten Konflikt, wie sie insbesondere in den Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen niedergelegt sind. Insbesondere Angriffe gegen die Zivilbevölkerung können danach völkerrechtswidrig sein und Kriegsverbrechen darstellen. Unter welchen Bedingungen wäre so ein Angriff völkerrechtlich zu rechtfertigen? Russland hat verschiedene Gründe für den Angriff auf die Ukraine vorgebracht. Diese Gründe können den Einsatz militärischer Gewalt allerdings völkerrechtlich nicht rechtfertigen. Da Russland sich nicht auf eine Autorisierung des Einsatzes durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berufen kann, kommt unter der UN-Charta allein das Selbstverteidigungsrecht als möglicher Rechtfertigungsgrund in Betracht. Die Schwelle für Selbstverteidigung ist allerdings denkbar hoch. Nach der UN-Charta müsste ein bewaffneter Angriff auf Russland stattfinden oder zumindest unmittelbar bevorstehen, wofür keinerlei Anzeichen bestehen. Der Verweis auf eine diffuse Bedrohung Russlands durch die Ukraine oder gar die NATO vermag das Selbstverteidigungsrecht nicht zu begründen. Die militärische Intervention Russlands kann auch nicht auf eine Einladung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk gestützt werden. Ungeachtet der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche Einladung überhaupt militärische Maßnahmen rechtfertigen könnte, kann sie jedenfalls keine Grundlage für ein Vorgehen gegen die gesamte Ukraine bilden. Da Luhansk und Donetsk zudem keine unabhängigen Staaten, sondern integrale Bestandteile der Ukraine sind, waren und sind sie völkerrechtlich auch gar nicht in der Lage, eine solche Einladung wirksam auszusprechen. Die Anerkennung der Gebiete als unabhängige Volksrepubliken stellte vielmehr ihrerseits einen Völkerrechtsverstoß durch Russland dar. Keine Rechtfertigung der russischen Angriffe vermag schließlich der Hinweis auf von der Ukraine zu verantwortende Menschenrechtsverletzungen oder gar einen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine zu begründen. Für derartige Menschenrechtsverletzungen bestehen nach übereinstimmender Einschätzung unabhängiger Beobachterinnen und Beobachter keine Anhaltspunkte. Und schon gar nicht in einem Ausmaß oder einer Tragweite, dass man annähernd in den Bereich kommen würde, in dem die völkerrechtliche Zulässigkeit militärischer Interventionen zur Verhinderung schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen überhaupt diskutiert wird. Nach alledem lässt sich zusammenfassen, dass der russische Angriff gegen die Ukraine einen klaren Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot darstellt. Das hat auch die Generalversammlung der Vereinten Nationen in einer am 2. März 2022 mit überragender Mehrheit angenommenen Resolution bekräftigt. Sie hat daher von der Russischen Föderation die sofortige Einstellung aller militärischen Maßnahmen verlangt. Welche Maßnahmen kann die internationale Gemeinschaft ergreifen? Nach der Charta der Vereinten Nationen liegt die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beim UN-Sicherheitsrat. Dieser hat im Fall einer Friedensbedrohung und vor allem eines militärischen Angriffs die Aufgabe und die Kompetenz, weitgehende Maßnahmen zur Beendigung und Beseitigung der Aggression zu beschließen. Dieser Mechanismus versagt freilich nahezu zwangsläufig, wenn eine Aggression, wie in diesem Fall,
von einem mit Vetorecht ausgestatteten ständigen Mitglied des Sicherheitsrates ausgeht. Der Versuch, die russische Aggression im Sicherheitsrat zu verurteilen, ist daher, wenig verwunderlich, am Veto Russlands gescheitert. Gleichwohl hat die internationale Staatengemeinschaft eine Vielzahl von Möglichkeiten, um auf den völkerrechtswidrigen Militäreinsatz zu reagieren. Dabei besteht völkerrechtlich zunächst die Pflicht der Staaten, zu kooperieren, um auf eine Beendigung der militärischen Gewalt hinzuwirken. Die Staaten dürfen ferner durch schwere Völkerrechtsverletzungen herbeigeführte Zustände nicht anerkennen. Sie müssten also einer etwaigen Annexion ukrainischen Territoriums durch Russland die Anerkennung verweigern. Darüber hinaus gibt das Völkerrecht im Wesentlichen den rechtlichen Rahmen vor, innerhalb dessen die Staaten nach politischen Maßstäben entscheiden können, welche Maßnahmen sie für angemessen und zielführend erachten und daher ergreifen möchten. In Ausübung des Rechts auf kollektive Selbstverteidigung zugunsten der Ukraine sind danach militärische Maßnahmen gegen Russland grundsätzlich zulässig. Aufgrund des bewaffneten Angriffs auf die Ukraine sind alle Staaten nach Artikel 51 der UN-Charta dazu berechtigt, militärisch gegen russische Militäreinheiten vorzugehen, und zwar sowohl in der Ukraine als auch auf russischem Territorium und darüber hinaus. Dass man von dieser völkerrechtlich eröffneten Möglichkeit angesichts des erheblichen Eskalationspotenzials bislang Abstand nimmt, ist freilich eine gut nachvollziehbare politische Entscheidung. Das gilt auch für die immer wieder diskutierte Einrichtung einer Flugverbotszone im Konfliktgebiet. Diese müsste notfalls mit militärischer Gewalt, sprich mit dem Abschuss russischer Flugzeuge, durchgesetzt werden. Eine völkerrechtliche Pflicht, militärische Maßnahmen zu ergreifen, besteht ohnehin nicht. Übrigens auch nicht für den Fall eines möglichen Angriffs gegen einen NATO- oder EU-Mitgliedstaat. Waffenlieferungen an die Ukraine, wie sie mittlerweile auch die Bundesrepublik vornimmt, sind völkerrechtlich grundsätzlich zulässig. Damit wird Deutschland auch keine Partei des bewaffneten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Waffenlieferungen lösen auch nicht das Selbstverteidigungsrecht aus, sodass Russland beispielsweise keine militärischen Maßnahmen gegen die Bundesrepublik mit deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine rechtfertigen könnte. Andere Sanktionen, die einzelne Staaten und etwa auch die Europäische Union nun beschlossen haben und implementieren, sind völkerrechtlich differenziert zu bewerten. Rechtfertigungsbedürftig sind solche Sanktionen nur, wenn und soweit sie mit völkerrechtlichen Verpflichtungen in Konflikt geraten. Vor diesem Hintergrund sind viele Maßnahmen, die momentan diskutiert werden oder auch schon ergriffen wurden, ohne weiteres völkerrechtlich zulässig. Dazu gehören etwa der Abbruch diplomatischer Beziehungen oder auch der Abbruch des Genehmigungsverfahrens von Nord Stream 2. Andere Maßnahmen berühren zwar potenziell völkerrechtliche Verpflichtungen gegenüber Russland, können aber in weitem Umfang gerechtfertigt werden. Soweit etwa die nun beschlossenen Einschränkungen der Handelsbeziehungen mit Russland mit Verpflichtungen innerhalb der Welthandelsorganisation kollidieren, sieht das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen der WTO die Möglichkeit solcher Einschränkungen aus Gründen der nationalen Sicherheit und zur Wahrung des Weltfriedens vor. Andere Sanktionen können potenziell auf völkergewohnheitsrechtlich anerkannte allgemeine Rechtfertigungsgründe gestützt werden, vor allem auf das Institut der sogenannten Gegenmaßnahme, früher auch Repressalie genannt. Dieses völkerrechtliche Institut ermöglicht es einem Staat, Verpflichtungen gegenüber einem anderen Staat zu missachten, um diesen zu völkerrechtskonformem Verhalten zu bewegen. Die Sperrung des deutschen Luftraums etwa, die sich mit Blick auf ein deutsch-russisches Luftverkehrsabkommen als problematisch erweisen könnte, könnte so mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine gerechtfertigt werden, wenngleich noch nicht abschließend geklärt ist, ob derartige Gegenmaßnahmen nur vom unmittelbar betroffenen Staat, also der Ukraine, ergriffen werden dürfen oder von jedem Staat, jedenfalls im Fall schwerwiegender Völkerrechtsverletzungen wie einer Aggression. Welche Konsequenzen haben russische Regierungsmitglieder zu befürchten? Jenseits individueller Sanktionen, wie dem Einfrieren von Konten oder der Versagung von Visa, stellt sich die Frage nach der strafrechtlichen Verantwortlichkeit russischer Amtsträger. Der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag steht dabei auf den ersten Blick entgegen, dass weder die Russische Föderation noch die Ukraine Vertragsparteien des römischen Statuts des Strafgerichtshofs sind. Allerdings hat die Ukraine bereits 2014
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs für Taten, die auf dem Territorium der Ukraine begangen werden, anzuerkennen. Am 28. Februar 2022 hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs daher angekündigt, Ermittlungen in Bezug auf die Situation in der Ukraine aufzunehmen. Eine Entscheidung, die von vielen Vertragsstaaten unterstützt wird. Die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs erstreckt sich damit auf alle Handlungen auf dem Territorium der Ukraine, die die Schwelle des Völkerstrafrechts überschreiten. Dazu gehören insbesondere Kriegsverbrechen, also schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts, wie etwa vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Die Verantwortlichkeit für diese Straftaten trifft einzelne Soldatinnen und Soldaten, ebenso wie Vorgesetzte und möglicherweise sogar Mitglieder der Regierung bis zum Präsidenten. Die nach allgemeinem Völkerrecht bestehende Immunität des Staatsoberhaupts und bestimmter Regierungsmitglieder steht Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof dabei grundsätzlich nicht entgegen. Keine Zuständigkeit des Strafgerichtshofs besteht hingegen für den militärischen Angriff auf die Ukraine als solchen. Zwar kennt das Völkerrecht und auch das römische Statut des Strafgerichtshofs das Verbrechen der Aggression. Die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs wurde aber im Wege eines politischen Kompromisses auf militärische Handlungen zwischen Vertragsstaaten beschränkt, zu denen weder die Russische Föderation noch die Ukraine zählen. Verstöße gegen das Völkerstrafrecht können zudem grundsätzlich auch vor innerstaatlichen Gerichten verfolgt werden. So begründet etwa das deutsche Recht in Anknüpfung an das sogenannte Weltrechtsprinzip die Zuständigkeit deutscher Strafverfolgungsbehörden und Gerichte für die anerkannten völkerstrafrechtlichen Delikte. Und zwar gleichgültig von wem und wo auf der Welt sie begangen werden. Insbesondere Kriegsverbrechen von russischen Soldatinnen und Soldaten könnten daher theoretisch auch vor deutschen Gerichten verhandelt werden, soweit die entsprechenden Personen auf deutschem Territorium gefasst werden oder sonst dem Zugriff der deutschen Strafverfolgungsbehörden unterliegen. Ähnliche Verfahren sind bereits im Zusammenhang mit den Konflikten in Afghanistan und in Syrien vor deutschen Gerichten verhandelt worden. Allerdings ist die Zuständigkeit deutscher Gerichte insofern beschränkt. Deutschland hat seine universelle Strafgewalt nicht auf das Verbrechen der Aggression erstreckt. Zudem stünde die Immunität von Staatsoberhäuptern und Regierungsmitgliedern entsprechenden Strafverfahren generell entgegen. Soldatinnen und Soldaten können allerdings insbesondere für Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden und können insofern auch grundsätzlich keine Immunität beanspruchen. Welche Bedeutung hat das Völkerrecht hier insgesamt? Hat das Völkerrecht in der Ukraine-Krise versagt? Und macht es angesichts der russischen Missachtung völkerrechtlicher Fundamentalprinzipien überhaupt Sinn, sich mit den technischen Feinheiten einer völkerrechtlichen Bewertung zu befassen? Das Völkerrecht hat den russischen Angriff nicht verhindern können. Völkerrechtliche Argumente allein werden Russland nicht zum Rückzug bewegen und das anhaltende Blutvergießen auch nicht beenden können. Gleichwohl hat die unverzügliche Reaktion der Staatengemeinschaft in den ersten Tagen nach der Intervention deutlich erkennen lassen, welche Bedeutung der Einordnung des russischen Angriffs als klaren und eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht beigemessen wird. Diese Einordnung eröffnet den Staaten nicht nur politische Handlungsspielräume, um auf den Völkerrechtsbruch reagieren zu können, sondern sie verleiht ihrem Handeln auch Legitimation. Sie schwächt den Rückhalt Russlands in der Staatengemeinschaft. Sie lässt eine Unterstützung der russischen Position nur unter hohen politischen Kosten zu. Und sie trägt zur Mobilisierung des Widerstands gegen die russische Intervention bei. In der Ukraine, in der Staatengemeinschaft und potenziell auch innerhalb Russlands und unter russischen Entscheidungsträgern. Vor diesem Hintergrund hat auch die klare Verurteilung Russlands durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen mehr als nur symbolische Bedeutung. Und vor diesem Hintergrund sind auch Verfahren, wie sie vor dem Internationalen Gerichtshof und vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen Russland eingeleitet wurden, von Bedeutung. Auch wenn sie die Notwendigkeit einer politischen Lösung des Konflikts nicht ersetzen können und auch nicht ersetzen sollen.